Ich begrüße euch zurück hier bei Fallout 4. Wir machen weiter hier in Sanctuary. Und wie angekündigt, wollen wir erstmal ein wenig unser Inventar umräumen und vor allen Dingen auch eine wunderschöne kleine Waffenwackelpuppe hier platzieren. Diverses kleine Waffen. Kleine Waffen. Schon unglaublich, oder? Wir sind echt ordentlich dabei. Haben wir auch Zeitschriften gefunden? Ich glaube, da ist nur noch ein einziger Platz frei, oder? Ich meine eigentlich das Ganze... So. Ich glaube, wir haben eine Zeitschrift müssen wir doch dabei haben, oder? Die unaufhaltsamen 4. Und das ist auch damit ganz voll. Unglaublich. So. Unser erster Hilfezeug, beziehungsweise unsere Hilfsmittel. Auch hier können wir einiges wegpacken. Blutpaket packen wir mal weg. Lebensmittelpaste ist mir sowieso nicht so geheuer. Meierle Königin Steak können wir mal 5 wegpacken. Nuka Cherry, Nuka Cola, Nuka Quantum. Jaoguay-Rippchen. So, dann einmal nach oben. Unsere Rüstung. Wir müssen das alles mal neu umsortieren, ich weiß. Denn auch hier haben sich die mittlerweile vielfach angesammelt. Auch waffentechnisch haben wir mittlerweile nämlich echt viel zu viel angesammelt. Aber ihr wisst ja, ich tue mich sehr schwer damit, so Sachen zu verkaufen. Und der Fatman hat uns auf jeden Fall ordentliche Dienste geleistet. Muss ich schon sagen. So, dann haben wir hier unsere Mods. Auch da könnten wir eventuell... Nee. Na gut, dann einmal hier rüber. Einmal hier hin, einmal Werkstatt benutzen. Und alles einlagern. Ich mag das Haus. Hat was, oder? Wie gesagt, wir werden uns auf jeden Fall später nochmal eine andere Siedlung suchen, die wir uns dann ebenfalls zu eigen machen werden. Aber ich überlege gerade, da hat ein Ghoul-Problem. Sprich mit den Siedlern bei Nordhagen Beach. Da wollte ich später ja eh nochmal hin. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt endlich zur Vault 81 gehen. Wie angekündigt. Es ist schon eine halbe Ewigkeit her und wir waren hier sowieso schon überall in der Nähe, nur eben nicht bei der Vault selber. Ich würde gerne von der Oberland Station aus losgehen, da das recht nahegelegen ist und eben auch ein Siedlungspunkt ist, den wir länger nicht mehr besucht haben. Und da bin ich wirklich mal gespannt, was genau da in der Vault auf uns warten wird. Es ist ja eine Vault, die definitiv mit der Außenwelt, so habe ich das verstanden, Handel betreibt und sich daher nicht dermaßen verschließt, wie es ja andere Vaults tun. Beispiel Vault 101. Gruselig, dass der Wasserhahn von alleine läuft, aber okay, ignorieren wir mal. Hör auf damit. Gruselig. So, okay, hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Die Moral ist gut, die Verteidigung ist gut, Nahrung ist da. Brauchen wir gar nicht zu ändern. Die Vault müsste südlich liegen. Na, dann wollen wir mal. Vault 81. Ich habe hohe Erwartungen und bin gespannt, inwiefern die Vault tatsächlich auch noch das ist, was sie einmal war. Vielleicht ist es ja auch eine Vault, die wie damals, da denke ich direkt wieder an Fallout New Vegas, in den Vegas-Ruinen war ja auch eine Vault, die von Raidern besetzt war. Das war ja nein, keine richtige Vault mehr, sondern eher nur noch eine alte, eine Lagerstätte der Raider.
Und ich bin mal gespannt, ob wir es hier noch mit einer richtigen Vault zu tun haben. Es ist schon verrückt, oder? Wir haben tatsächlich bis auf den Südwesten jeden Winkel von Commonwealth bereits erkundet. Ja, natürlich, es fehlen hier oben noch die Landzungen. Hier fehlt natürlich auch noch etwas, hier in der Ecke. Hier, sage ich ja, der Südwesten fehlt noch. Und eben hier die Landzungen, hier einmal diese Halbinsel und hier der Zipfel. Ebenfalls fehlt noch hier diese Insel, aber prinzipiell gesehen sind wir in jedem Winkelchen schon mal gewesen. Echt der Wahnsinn. Oh, die Sachen nehmen wir mal mit, die können wir anpflanzen. Als würde jemand wollen, dass wir uns bald unserer nächsten Siedlung widmen. Ja, Eichhörnchenbissen. Einsteiger. So. Das wär's. Ah ja. Ich habe übrigens gelesen, bzw. gehört, dass es sehr sinnvoll sein soll, hier die Drogen zu verfeinern, sage ich mal. Da man dadurch deutlich mehr Geld bekommt. Oh, die Sicherheit ist die Coca-Colas. Fast dann vorbeigelaufen. 4 Haarklammern. Okay, aber wir wollen zur Vault. Prepared for the future. Ja, ja. Oh Mann. Jedes Mal wieder klasse, eine Vault zu besuchen. Vault 81. Oh Mann. Ob das vielleicht eine Vault ist, die wirklich dem Erhalt der Menschheit gedient hat oder nur ein weiteres Experiment? Das muss man sich ja bei Vault-Tec wirklich fragen. Vault 81. Oh Mann, wie gesagt, ich habe hohe Erwartungen, da ja gesagt wurde, dass es eine Vault ist, die mit der Außenwelt harmoniert, kompensiert und kommuniziert. Kann ich mir kaum vorstellen, ich bin gespannt. Und das sieht schon mal sehr interessant aus. Das ist der einzige Vault, der für die Leute noch ein Zuhause ist. Verrückt, dass sie sich hier draußen abschotten wollen. Okay, Kate weiß scheinbar Bescheid. Wir kommen da ja rein und wir haben hier einen Pip-Boy. Stehen bleiben. Vault 81 Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Erklärung bitte. Ja, ich würde sagen, wir antworten erstmal und berichten von Vault 111. Ich habe ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und was führt dich hierher nach 81? Nun ja, eigentlich der Handel, oder? Ich will nur ein bisschen handeln. Wirklich? Und das soll ich dir glauben? Oh, Aufseher. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen, so wie jeder andere auch. Dann übernehme ich jetzt das Reden. Tut mir leid, Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst.
Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir. Okay, ja, ja, ich würde sagen, prinzipiell kann ich deren Vorsicht dann durchaus verstehen, denn wir könnten ja auch wirklich Gunner oder Raider sein, aber was ist das denn für ein Gefallen, den wir erfüllen sollen? Ich bin interessiert. Was braucht ihr denn? Fusionskerne. Genauer gesagt 3 Stück. Wenn du die Fusionskerne holst, lassen wir dich rein. Ja, das ist ja gar kein Problem, oder? Aber wofür denn? Wozu braucht ihr die denn? Ich bin kein Ingenieur, aber wir brauchen sie, um unsere Generatoren zu unterstützen. Auch wenn du die Aufgabe für banal hältst, für uns ist sie sehr wichtig. Ich habe die Fusionskerne schon, die ihr braucht. Wirklich? Dann würde ich sagen, herzlich willkommen. Ich komme runter und wir treffen uns am Eingang. Wenn du nach einem Haufen Schrott suchst, bist du hier richtig. Übertreib mal nicht. Sprich bitte mit Aufseher McNamara. Bring die Fusionskerne zu Aufseher McNamara. Vault 81. Ach, wie süß. Jetzt, nachdem ich Zutritt zu Vault 81 erhalten habe, muss ich mit dem Aufseher sprechen und der guten Frau die Fusionskerne übergeben, um die sie gebeten hatte. Tatsächlich eine Vault, in der sie weiterhin leben. Welcome home. 200 Jahre lang hat diese Vault überstanden. Meine Leute arbeiten seit Wochen doppelt so viel. Sie brauchen eine Pause. Alle arbeiten gerade sehr hart, Kerl. Denkst du, das weiß ich nicht? Gib einfach dein Bestes. Das ist alles, worum ich dich bitte. Gut, ich sehe, was ich tun kann. Ja? Ewig so weitermachen können. Okay, also auch hier gibt es scheinbar schon Unstimmigkeiten. Tut mir leid, aber wie du bald sehen wirst, haben wir einige Wartungsprojekte am Laufen. Gwen McNamara, Aufseher, willkommen in Vault 81. Wir sind stolz, dass wir den Vault in den letzten beiden Jahrhunderten am Laufen halten konnten. Wir wären gern ganz unabhängig, aber es gibt gewisse Ressourcen, die wir nicht selber bereitstellen können. Kann ich mir vorstellen. Also scheinbar eine Vault, die tatsächlich dem Erhalt der Menschheit dient, oder? Warum bleibt ihr denn so isoliert? Warum nicht? Wir haben ein warmes Bett, saubere Kleidung, ein festes Dach über dem Kopf. Essen und Trinken sind frei von Strahlung. Wir geben uns nicht mit den Elementen oder den Raidern ab. Hier sind wir sicher und für manche zählen nur Sicherheit und Stabilität. Oh Mann. Aber seid ihr nicht neugierig, was da draußen mit der alten Welt geschehen ist? Ich meine, es müsste ja schon eine neue Generation hier eingeschlagen sein, denn die alte Generation kann ja keine 200 Jahre überlebt haben und auch ihr wollt nicht die Welt draußen kennenlernen. Bist du nicht neugierig auf das Commonwealth und was es zu bieten hat? Natürlich, aber ich bin diesen Leuten verpflichtet und sorge für ihre Sicherheit. Einige ausgewählte Händler versorgen uns häufig genug, um informiert zu sein. Deshalb gefällt mir das mit dem Geben und Nehmen. Wenn uns Fremde helfen wollen, helfen wir auch ihnen. Apropos, wenn du willst, kann ich dir diese Fusionskerne abnehmen. Abnehmen klingt aber nicht so gut, oder? Wie oft treibt ihr mit Leuten von draußen Handel? Öfter als du denkst. Einige Male im Monat, würde ich sagen. So erfahren wir auch alles Wichtige aus dem Commonwealth. Und die Fusionskerne? Die hast du doch, oder? Ja. Hier, sicher findest du eine gute Verwendung dafür. Ich nicht, aber Dr. Pensky ganz bestimmt. Jetzt habe ich aber zu tun. Und was ist mit seiner Begleitung hier? Ich erlaube es, der Sicherheitsdienst ist sowieso schon wachsam. Wenn er lange im Commonwealth gelebt hat, hat er sich seine Freunde sicher gut ausgesucht. Wenn du noch was brauchst, findest du mich in meinem Büro. Warte. Aufseher McNamara? Du kannst dir ruhig die meisten Dienstleistungen nutzen, die wir hier anzubieten haben. Okay. Und jetzt darf ich mich hier frei bewegen? Das ist ja merkwürdig. Wer bist du denn? Schon wieder jemand von draußen? Warum haben sie dich denn reingelassen? Miranda. Ja, tolle Einstellung. Warum so aggressiv? Ich traue Leuten von draußen nicht. Wir sind bisher ohne eure Hilfe ausgekommen und wir brauchen sie auch jetzt nicht. Aufseher McNamara hätte den Vault nie für deinesgleichen öffnen sollen. Danke. Ich komme ebenfalls aus einem Vault. Ist mir egal, woher du kommst. Jedenfalls nicht von hier.
Hey, meine Güte. Wenn du eine freundliche Unterhaltung suchst, wirst du sie hier nicht finden. Boah, ich fasse es ja nicht. Hier sind wir wohl nicht so ganz welcome home. Du bist also der Grund dafür, dass wir jetzt Doppelschichten schieben müssen. Hey. Also haben wir heute neuen Besuch bekommen. Sag jetzt nichts. Aber meine Güte, ich wäre jetzt so gern da draußen. Schicker Pip-Boy. Ja, es ist aber sehr gefährlich, das stimmt. Und der schraubt da im Nichts. Da ist es ziemlich gefährlich. Du würdest keinen Tag überleben. Genau das befürchte ich ja. Zumindest wird 81 noch eine Weile stehen, so wie Aufseher McNamara uns derzeit schuften lässt. Ja, ich finde aber, die harte Arbeit macht sich mehr als bezahlt, denn immerhin, ihr habt gesehen, Vault 111 ist nach 200 Jahren fast auseinandergebrochen und das hier sieht tatsächlich alles noch sehr gut in Schuss aus. Harte Arbeit macht sich bezahlt. Und ihr haltet doch den Vault am Laufen, oder? Zumindest versuchen wir das. Offenbar sind es die beweglichen Teile, wegen denen wir derzeit rund um die Uhr arbeiten. Strukturell gesehen ist 81 wohl noch recht solide. Vault-Tec hat beim Bau dieser Orte keine halben Sachen gemacht. Gut, ich will dich nicht weiter aufhalten und ich muss wieder an die Arbeit. Vielleicht sieht man sich ja noch. Ja, dann mach du mal schön weiter. Ich hätte gerne einen Vault-Anzug. Ihr wisst ja, ich liebe Vault-Anzüge. Okay. Ein Zeichen von Strahlung. Beeindruckend. Naja, eigentlich schon. Netter Pip-Boy. Geh zu Alexis, wenn er mal Zicken macht. Sie repariert ihn dir. Danke, danke. Der klappt aber noch. Verdammt. Das wird Aaron nicht gefallen. Das war, glaube ich, die Katze, oder? Während meiner Schicht gab es noch nie einen Vorfall. Und das sollte sich auch heute nicht ändern. Ah ja. Gute Einstellung. Ah, ich glaube, hier was zu stehlen ist nicht ganz so schlau. Tut mir leid wegen den Wartungsarbeiten. Das hört im Moment gar nicht mehr auf. Ah ja, halb so wild. Security, die Sicherheit. Wirklich beeindruckend. Eine Vault, die noch intakt ist. Bilde dir nur nichts darauf ein, dass Aufseher McNamara dich hier reingelassen hat. Du bist nicht der erste und ganz sicher nicht der letzte Mensch von draußen hier. Ah ja. Also freundlich zu uns. Natürlich, Zigaretten. Vergast euch hier unten doch selber, ihr Idioten. Na gut, mit dem Aufzug geht's ja wohl nach oben, unten, wo auch immer hin. Warum nicht? Ich bin gespannt. Also tatsächlich eine Vault, die Jahre überdauert hat und immer noch intakt ist. Das ist ja echt genial. Echt genial. Ach, ist nicht wahr. Hey, Mister, bist du wirklich aus dem Commonwealth? Austin. Ja, warum fragst du, Kleiner? Ja, warum interessiert dich das? Ich habe noch nie jemanden aus dem Commonwealth getroffen. Dachte mir, dass du vielleicht jemanden suchst, der dich rumführen kann. Kostet nur 5 Kronkorken. Klar, aber ich zahle dir nichts dafür. Okay, schon gut. Mann, bist du ein Geizhals. Wir fangen hier an. Ich werde die Szene einfach unkommentiert lassen. Das ist das Versorgungslager. Es wird von der Familie Combs geführt. Aaron und ich sind die besten Freunde. Ihre Mama und Papa streiten sich viel. Deshalb komme ich nicht gern her, wenn sie da sind. Aber wenn du was brauchst, findest du es hier. Okay. Und was genau ist das Problem, wenn ich mal fragen darf? Weißt du das? Worüber streiten sie sich denn? Eigentlich darf ich es nicht sagen. Aber Mr. Combs schläft angeblich mit Tina. Mrs. Combs weiß es nicht. Aber er lässt sie die ganze Arbeit machen, während er Zeit mit Tina verbringt. Nächster Halt, Aufseher. Ich wette, dass du viele seltsame Dinge getötet hast. Und Raider. Wetten, dass du auch gegen Raider gekämpft hast? An Nahrungsmitteln fehlt es hier unten scheinbar nicht. Es ist Wahnsinn.
Genauso habe ich mir vorgestellt. Das Büro des Aufsehers ist dort drüben. Die sind dort oben beschäftigt und wollen nicht gestört werden. Sie stellt Regeln auf, aber sie ist nett. Ich mag sie. Ja, okay. Und wie setzt die Regeln auch durch, oder? Kümmert sie sich um die Leute, die die Regeln brechen? Meistens kümmert sich die Sicherheit um die Leute, die Regeln brechen. Sie ist für alle Sicherheitsleute verantwortlich. Aber es passiert gar nicht so oft was. Nächster Halt, Diner. Da gehen wir jetzt runter. Dort ist das Diner. Hier essen alle. Manchmal ist es hier richtig voll. Aber die Somersets sind echt nett. Du wirst sie mögen. Okay. Das Diner ist hier also im Atrium. Hallo, Austin. Wie ich sehe, führst du unseren Besuch aus dem Commonwealth herum. Ja, Ma'am. Das ist das Sunshine Diner. Oma sagt, dass sie hier aus ihrer harten Arbeit Schweinefutter machen. Mr. und Mrs. Somerset führen das Diner. Sie sind sehr nett. Mrs. Somersets Törtchen sind die besten. Ah ja. Und was macht ihr mit dem Rest des Essens? Wie ist das Essen? Abgesehen von den Törtchen. Ich mag's. Mrs. Somerset gibt mir immer einen Nachschlag. Ich heb dir ein Stück Kuchen auf, Austin. Nächster Halt, Horatio. Ich hab dir gesagt, dass sie nett sind. Magst du deine Haare? Ich mag meine. Aber ich hasse das Cam. Oma zwingt mich dazu. Der ist echt sympathisch, der Kleine, oder? Ja, Kate macht sich schon mal gemütlich. Warum nicht? Ach, der Friseur. Natürlich. Austin, deine Haare sind wie ein... Verdammt nochmal, ja. Eine neue Gesichtstätowierung, juhu. Maulwurfsrattennest. Hier schneidet Horatio den Leuten die Haare. Aarons Mutter kommt ständig her. Und Oma fast nie. Aber sie zwingt mich, meine Haare schneiden zu lassen. Das ist unfair. Schicke Frisur, schicker Spiegel, super in Szene gesetzt. Okay, könnte man hier auch meine Haare machen? Könnte er auch mir eine Frisur verpassen? Natürlich, er kann so gut wie jede Frisur zaubern. Ich wollte einen Totenkopf, aber Oma hat's nicht erlaubt. Nächster Halt, Oma. Lass uns zu Oma gehen. Ich lebe bei ihr, aber sie ist nicht meine echte Großmutter. Meine Eltern sind gestorben, als ich ganz klein war. Wie das denn? Hydroponics. Ah, der Nahrungsmittelanbau. Das ist ja interessant. Hallo Oma. Austin, was machst du denn hier? Belästigst du unseren Besuch aus dem Commonwealth? Ich belästige ihn nicht. Ich helfe ihm. Das ist Oma. Sie kümmert sich um mich. Du kannst sie Dr. Pensky nennen. Sie tut so mürrisch, aber eigentlich ist sie nicht so. Das sagst du. Sie leitet unser Hydrokulturlabor. Von dort kommt unser ganzes Essen. Das ist aber nicht viel. Ihr bekommt nichts vom Commonwealth? Nein, Oma baut hier alles an. Sie ist sehr schlau. Nächster Halt, Miss Katie. Miss Katie? Komm schon, beeil dich. Wir müssen zur anderen Seite vom Board. Ich zeig dir, wo ich zur Schule gehe. Wetten, dass du nicht zur Schule gehen musstest. Oh, doch. Boah, ist echt riesig. Ich bin doch da. Was soll denn fehlgeschlagen heißen? Das ist ja gemein. Austin. Ich kann es kaum erwarten, endlich nicht mehr in die Schule zu müssen. Ja, okay, wir sind ja wohl bei Katie, bei der Lehrerin angekommen, oder? Hallo, Katie. Du kommst von draußen, nicht wahr? Hast sicher schon viele Abenteuer im Commonwealth erlebt. Ja, tatsächlich. Es gab da schon ein paar interessante Momente. Nur keine falsche Bescheidenheit. Meine Kinder würden sich freuen, von deinen Erlebnissen im Commonwealth zu hören. Würdest du zu ihnen sprechen und von deinen Erfahrungen berichten? Ja klar, warum nicht, aber was denn genau? Ich denke mal, ja, von zerplatzten Köpfen zu reden wäre hier nicht so angemessen, oder? An welche Geschichten hättest du denn gedacht? Nicht zu Brutales, aber die haben sicher eine Menge Fragen an dich. Danke vielmals. Oma sagt, dass ich etwas vom Boden bin.
Kurzgeschichten, sprich mit Katie. Na, das soll doch spannend werden, oder? Boah, ein echter lebender Mensch aus dem Commonwealth. Du bist ja lustig angezogen. Danke. Hey, Katie. Möchtest du den Schülern jetzt eine deiner Geschichten erzählen? Ja klar, warum nicht? Gibt es denn gewisse Themen, die ich besser nicht ansprechen sollte? Welche Themen sollte ich vermeiden? Nichts mit übermäßiger Gewalt. Und sie werden sicher viele Fragen haben. Na gut, dann würde ich sagen, auf geht's. Ja, würde ich gern. Wunderbar. Die Kinder sind so aufgeregt. Kinder, Kinder, hört bitte zu. Wir haben heute einen Gast, der uns Geschichten über das Commonwealth erzählt. Hast du schon mal gegen eine Todeskralle gekämpft? Ja, teilweise. Einer der Minutemen hat mir geholfen, eine zu erledigen. Cool. Was ist passiert? Nun ja, Ich weiß nicht, der Todeskralle ist schon sehr gewaltsam, oder? Maulwurfsratten würde doch besser passen. Soll ich nicht lieber erzählen, wie ich gegen Maulwurfsratten gekämpft habe? Nein. Mein Papa sagt, dass Maulwurfsratten nur eine Plage sind. Naja. Ja gut, dann würde ich mal sagen, erzählen wir von Raider und Preston und Concord, oder? Eine Gruppe Raider hatte meinen Freund Preston in die Enge getrieben. Aber du hast ihn gerettet, oder? Ja. Aber die Minutemen sind doch immer noch nicht ganz so fein raus aus der Sache. Wir hatten alle Angst. Es tauchten noch mehr Raider auf. Preston sagte, ich sollte die Powerrüstung einsetzen. Mensch, ich würde so gerne eine Powerrüstung finden. Ja, ich habe so viele davon. Als die Todeskralle rausgekrochen kam, hielt Preston schon seine Lasermuskete bereit. Ich wette, du warst froh, dass er da war. Ja, schon teilweise. Hast du schon mal eine Todeskralle gesehen? Nein. Miss Katie sagt, das sind große Echsen mit riesigen Krallen. Bitte nicht aufhören. Ja. Preston hat mir geholfen. In Anführungszeichen. Nicht so wirklich. Preston und ich haben geschossen, bis das Vieh tot war. Da waren bestimmt viele Kugeln notwendig. Vielen Dank für die Geschichte. Kinder, bedankt euch. Danke. Und wir möchten uns mit diesem kleinen Geschenk bedanken. Hier. Oh, eine Ausgabe von Grogkak der Barbar. Sehr schön, danke. Demon Slaves, Demon Sands. Hallo, Katie. Du kommst von draußen, nicht wahr? Hast sicher schon viele Abenteuer im Commonwealth erlebt. Ja, gleich ist das schon wieder. Tolle Führung, nicht wahr? Aufseher McNamara sagt, dass ich gut mit Leuten umgehen kann. Viel besser als Oma. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, Oma ist ziemlich toll. Zumindest mir gegenüber. Wenn doch nur meine Mama und mein Papa nicht so viel streiten würden. Och, du Arme. Tja, das ist alles nur, weil dein Vater deine Mutter betrügt. So ist es nun mal, ne? Hallo. Entschuldigung, hast du meinen Kater gesehen? Ash ist verschwunden? Ja, den habe ich tatsächlich gesehen. Ich glaube, er hat den Vault verlassen. Ich habe ihn gesehen, als ich herkam. Den Vault verlassen? Oh, bitte bring ihn zurück. Bitte. Niemand sonst würde rausgehen, um ihn zu suchen. Das könnte aber sehr schwer werden. Wo könnte er denn sein? Wohin ist er denn gegangen? Was meinst du? Nicht weit. Er wird Angst haben. Wenn es in der Nähe ein Versteck gibt, findest du ihn. Na gut, dann wollen wir es mal versuchen, oder? Boah, ist wahrscheinlich tot, um Gottes Willen. Ich suche nach ihm. Danke. Er heißt Ashes und ist ein süßer grauer Kater. Ich will nur, dass er nach Hause kommt. Na, ich gebe mein Bestes. Eines Tages schaue ich mir mal das Commonwealth an. Ja, träum weiter. Boah, wie riesig das hier aber auch ist, oder? Reaktor. An dem sollte er besser nicht rumspielen. Oh. Kommandieren ist sicher unglaublich anstrengend. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, Miss Dale. Hey, könnt ihr euch beide bitte verziehen? Ihr killt hier gerade voll die Vibes. Bitte? So. Gut, lass dich ruhig erwischen.
Dann wirst du dich nicht entscheiden müssen zu gehen, weil das Aufseher McNamara dann für dich entscheidet. Was ist hier los? Hallo. Hey, Besucher von draußen. Wenn dich mein nichtsnutziger Bruder nach Jet fragt, sag ihm, er soll Leine ziehen. Oh Gott, dein Bruder, ja? Wer ist denn dein Bruder? Sein Name ist Bobby. Und er ist mein armseliger Zwillingsbruder. Also kannst du dir vielleicht vorstellen, wie er aussieht. Weißt du, er ist ein Junkie und wird unvorsichtig. Wenn er erwischt wird, bekommen wir beide Ärger. Und so sehr ich dieses Büchsenparadies auch verlassen möchte, so will ich nicht gehen. Kann ich mir vorstellen. Ja, du solltest Bobby vielleicht helfen, clean zu werden. Dann ist das Problem endgültig aus der Welt, oder? Wenn er süchtig ist, solltest du ihm helfen, clean zu werden. Ich hab's ja schon versucht. Ich hab ihn eine Woche lang eingesperrt. Nach 2 Tagen hat er wieder was genommen. Ich gebe ja zu, dass ich auch schuld daran bin. Bobby bekommt seine Cams von mir und ich halte ihn an der kurzen Leine. Aber jetzt reicht's. Von mir bekommt der faule Sack nichts mehr. Das ist auch die richtige Einstellung. Gut, das ist der erste Schritt, um deinem Bruder zu helfen. Das hätte ich schon lange tun sollen. Aber hier ist alles nicht so einfach. Hey, Tina. Ich hätte ihm niemals Jet geben sollen. Für wahr. Und ich hätte das Radio erstmal ausmachen müssen, dass ich hier wieder irgendwo höre. Da steht's. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Sämtliche Wartungsanfragen an Mr. DeLuca. Sie werden in chronologischer Reihenfolge bearbeitet. Ah ja. Du siehst ziemlich kaputt aus und vor allen Dingen ziemlich beschäftigt, oder? Und? Viel zu tun zurzeit? In der Tat. Mr. DeLuca hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, meine Zeit zu verplanen. Ich bin nicht nur auf Reaktorwartung spezialisiert, sondern mache nun auch seine Wäsche, hole Erfrischungsgetränke und räume immer hinter ihm her. Das ist aber nicht gut, oder? Hört sich an, als würde Mr. DeLuca lieber faul herumhängen, als zu arbeiten. Ah ja, genau das habe ich von mehreren Bürgern des Vaults schon gehört. Allerdings sollten sie dankbar sein. Mr. DeLuca hat bestenfalls begrenztes Wissen über Reaktoren. Es ist besser, dass er die Finger von ihnen lässt. Kann ich mir vorstellen. Dann landet danach noch eine Packung Jet drin. Okay, reden wir mal mit dem Mr. DeLuca. Ich bin gespannt, ob wir ihn von den Jets loskriegen. Alter, Terminal des Aufsehers? Zu gut geschützt. Okay, das ist interessant. Wann ist meine Schicht? Da ist er, ja. Hi. Hey, unser Besuch von draußen. Na, verlaufen? Hier unten wird nicht gehandelt. Ah, ja. Wo bin ich? Im Generatorraum, siehst du es nicht? Aber ich weiß nicht, ob du überhaupt hier sein darfst. Der Handel findet eigentlich im Atrium statt. Ich kann dir sagen, wie du dorthin kommst. Oh, und hey, falls du Jet dabei hast, würde ich es dir abkaufen. Für 75 Kronkorken? Für kein Geld der Welt. Da kann ich dir leider nicht helfen. Verdammt. Tja, wenn du deine Meinung änderst oder Mitleid hast, komm zu mir. Aber sag's Tina nicht. Die macht mich sonst nur zur Schnecke. Du solltest echt damit aufhören, Bobby. Hi, alter Rusty. Entschuldigung. Ja, schon in Ordnung. Ja gut, also ein Drogenabhängiger, der eigentlich den Reaktor in Schuss halten soll. Das sind ja super Bedingungen für eine gute Vault. Naja. Ach, wie schön das einfach ist, oder? Wir werden hier auch nichts stehlen. Geh zu Alexis, wenn er mal Zicken macht. Sie repariert ihn dir. Jo, momentan ist doch alles in Ordnung. Echt klasse hier, oder? Die Toiletten. Ich find's echt genial, Leute. Es ist so atmosphärisch. Ich trage keinen Vault-Anzug. Was ist das denn hier? Warum liegt hier Jet? Das ist wohl das Zimmer von unserem guten Reaktormechaniker. Ich habe gehört, dass es im Kommen nur alle Möglichkeiten mit Monster gibt. Bleib sauber. Was?
ist das toll hier. Ja, das ist echt klasse, das freut mich, aber ich bin viel mehr hier an der Struktur, Architektur und Strukturierung der Vault interessiert. Wir werden hier nichts stehlen, ganz ehrlich. Es ist so klasse, oder? Und die Musik ist auch so toll. Ah, die Klinik. Willkommen, willkommen. Hallo. Ich hoffe, das wird nicht unverschämt, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Würdest natürlich. Du Proben abgeben? Vielleicht nur eine Blutprobe? Ja, natürlich, warum nicht, aber warum denn? Warum brauchst du medizinische Proben? Die sind für meine Forschung. Die Bewohner von Vault 81 sind seit Generationen genetisch vom Commonwealth isoliert. Ich versuche, die genetischen Unterschiede zwischen den Gruppen zu bestimmen. Vielleicht für ein paar Kronkorken. Vom Aufseher habe ich ein bisschen was dafür bekommen. Wie klingen 50 Kronkorken? Ja, warum nicht, bevor wir gar nichts bekommen. Klar, du kannst etwas Blut haben. Ausgezeichnet. Setz dich einfach, dann nehme ich dir Blut ab. Euer Ernst? Hier? Falscher Stuhl, glaube ich. Hier? Okay. Es dauert nur einen Moment. Oh oh. Au. Au. Aua. So. Hat doch nicht wehgetan, oder? Hier sind die versprochenen Kronkorken. Danke. Das wird eine große Hilfe sein. Jetzt muss ich sie umgehend vorbereiten. Entschuldigung, Dr. Forsyth. Brauchst du was? Ich habe im Moment echt zu tun. Nee, dann mach mal weiter. Wer bist du? Du bist dieser Wanderer aus dem Commonwealth. Ich bin Rachel. Ich unterstütze Dr. Forsyth bei seinen medizinischen Aufgaben. Bist du krank oder verletzt? Eigentlich nicht. Gibt's hier denn viele Patienten? Hast du hier im Vault viele Patienten? Nein, die Leute in diesem Vault sind bei erstaunlich guter Gesundheit. Wenn das dann alles wäre, hier wartet Arbeit auf mich. Na gut, dann will ich dich nicht weiter aufhalten. Ist echt Wahnsinn, oder? Aber ich möchte hier auf jeden Fall alles erkunden. Die Vault gefällt mir richtig gut. Ah, und ich fühle mich ein bisschen zurückgeworfen nach Vault 101. Na gut, gehen wir mal zurück zum Atrium. Du solltest bei Horatio vorbeischauen, wenn du schon mal hier bist. Im Commonwealth trifft man wohl nur sechs. Die gute Oma. Diese schlägt sich echt gut. Ja, Forschungsterminal. Testgruppe A14-1, Woche 1. Keime und schneller Erfolg, die Samen sind aufgegangen und sehen gesund aus. Wurzelkeime und Hypokotyle erscheinen kräftig. Erste Untersuchungen der Zellen ergeben nichts Auffälliges. Die Keimlinge wachsen weiter normal und können bald umgesetzt werden. Die Wurzeln scheinen gesund zu sein und wachsen weiter. Alle Keimlinge wurden erfolgreich umgepflanzt. Das Wachstum erscheint weiter normal, ebenso wie die Wasseraufnahme. Ah ja. Die Keime verläuft langsam. Nur 50% der Samen sind aufgegangen. Die Wurzelkeime sind kaum zu sehen. Ich fürchte, die andere Hälfte wird gar nicht aufgehen. Diese Gruppe hat ein höheres Ausfallrisiko, da die Strahlung ausgesetzt war. Okay. Die 50% der Samen, die ursprünglich aufgegangen sind, wachsen weiter. Außerdem sind noch einmal 25% aufgegangen. Ich werde die restlichen Samen weiter beobachten. Durch Überwässerung verloren. Ist nicht gut. Die anderen haben noch kein ausreichend starkes Wurzelblatt, um die umzupflanzen. Keine weiteren Samen sind seit Woche 2 aufgegangen. Okay, also bestrahlte Samen wachsen nicht so gut. Dr. Pensky? Oh weh. Da habe ich wohl eines meiner Instrumente verlegt. Wo es nur sein könnte. Man müsste erproben, wie sie auf Strahlung reagiert. Okay, also ihr haben sie zu verdanken, dass sie alles so gut wächst. Ihr dürft ja sogar die Sachen mitnehmen. Freut sich unsere spätere Siedlung. Ah, du bist perfekt geeignet. Ich suche nach einer freiwilligen Versuchsperson, die diese neue Obstsorte probiert, die ich gezüchtet habe. Okay.
Warum denn? Warum? Es geht um eine neue Sorte Mutabeere, die ich gerade gezüchtet habe. Sie sollte nahrhaft sein und Strahlenvergiftung heilen. Aber ich brauche eine Testperson, die sie probiert. Ja gut, warum eigentlich nicht? Klar, ich mag Obst. Hervorragend. Sag mir einfach, wie es schmeckt und wie du dich danach fühlst. Hm, wo habe ich denn nur den Geigerzähler hingelegt? Soll ich jetzt die Mutabeere essen? Dürfte ich kurz mal Dr. Pensky? Hast du die Frucht probiert? Und? Wie war sie? Ja, also eigentlich ganz gut, oder? Sie war gut. Keine negativen Nebenwirkungen. Wusste ich's doch. Ein echter Fortschritt. Ich muss sofort eine neue Charge pflanzen. Da du mir so sehr geholfen hast, kannst du mir vielleicht noch anderweitig helfen. Weißt du, ich brauche diese Pflanzen für meine Studien und sie benötigen spezielle Nährstoffe. Besonders die Karotten. Wenn du im Commonwealth nach Dünger Ausschau halten könntest, würde ich dich nur zu gerne für deine Mühen entlohnen. Okay, Dünger ist kein Problem, aber wie viel davon? Wie viel bezahlst du? Ich gebe dir 25 Kronkorken. Festpreis. Ich weiß, dass sie von draußen gerne feilscht, aber da war ich noch nie gut drin. Natürlich, kein Problem. Wirklich? Toll. Ich hatte befürchtet, dass ich schon wieder eine Anfrage an den Aufseher stellen muss. Bring einfach vorbei, was du findest, wenn du dazu kommst. Dieser Ort ist ein Witz. Ja gut, ist also wahrscheinlich eine endlose Nebenaufgabe. Ähnlich wie das Altmetall damals. Bei Fallout 3. Der Friseur. Ah, ich hatte gehofft, dass du vorbeischaust. Ich weiß aus Erfahrung, dass das Commonwealth gnadenlos zur Frisur ist. Also, Lust auf einen Haarschnitt? Ja, gerne. Du warst schon mal draußen? Du warst schon einmal außerhalb des Worts? Ich bin in Quincy geboren und aufgewachsen. Meine Mutter, sie ruhe in Frieden, war Ärztin. Kannst dir ja ihr Gesicht vorstellen, als ich ihr sagte, dass ich lieber Haare schneiden, als Leute zusammenflicken will. Aber genug von mir geredet. Was machen wir mit deinen Haaren? Ja, Moment. Du kommst aus Quincy? Du bist gar nicht hier geboren? Sagtest du, du kommst aus Quincy? Jawohl. Und sieht aus, als hätte ich Glück gehabt. Wie man hört, haben Gunner die Gegend übernommen. Ja, das stimmt. Gibt's denn irgendwas Neues? Sind ein paar gute Gerüchte im Umlauf? Angeblich geht Holt seiner Frau fremd. Offenbar treffen er und Tina De Luca sich heimlich. Aber genug von denen. Deine Haare sind eine Katastrophe. Du musst mich dir einfach helfen lassen. Ja gut, probieren wir's mal. Aber gibt's noch andere Neuigkeiten? Ist momentan was Interessantes im Vault los? Wusstest du, dass Bobby De Luca ein Jet-Junkie ist? Der muss aufhören damit, bevor noch jemand zu Schaden kommt dadurch. Und wenn nur er selbst. Arbeitet in der Wartung und ist ständig high. Gut, dass der alte Rusty die meiste Arbeit erledigt. Ganz meine Meinung. Ist momentan was Interessantes im Vault los? Hab gehört, dass Aarons Katze Ashes aus dem Vault weggelaufen ist. Aaron ist außer sich. Ich wüsste niemanden, der nach draußen gehen würde, um das Tier zurückzuholen. Wir machen das schon. Gibt es was Neues? In letzter Zeit kaum was, aber ich halte die Ohren für dich offen. Und du möchtest ganz sicher nicht, dass ich mich um deine Haare kümmere? Doch, mach mal. Klingt gut. Gut. Mal sehen, was das Commonwealth mir so beschert hat. Setz dich doch schon mal. Okay. Frisierstuhl. Machen wir, oder? Neue Frisur. Schadet sicher nicht. Haarknoten. Kolonialstil. Alpha-Männchen. Ich liebe die Namen übrigens. Gibt's was Neues? Ich schau mal ganz kurz. Gammler Anti-Held. Garagenband. Megatonne. Bootcamp. Ach du Schade, was ist das denn? Halbglatze. Gegenwind war ja meine allzeit bekannte Fallout. Oh Gott, sieht hier aber ganz anders aus. Glücksritter klingt auch gut. Nee, danke.
Kurzhaarfrisur. Der Söldner. Sieht schon echt klasse aus, oder? Wilde Mähne. Gepflegt, klingt gepflegt. Schmuddel. Zottel. Wir nehmen mal gepflegt. Ist zwar, glaube ich, so gut wie Standardfrisur, aber machen wir mal. Ja, wobei, wir nehmen mal Zottel. Oder? Ein bisschen wilder gewachsen. Nee. Schmuddel war's. Schmuddel. Der Bart. Bereit fürs Ende. Ich erwarte Schlimmes. Oh Gott. Gar kein Bart. Auch schlimm aus Mann von Welt. Ich würde eigentlich schon gerne den Bart lassen, dann das passt irgendwie. Ich weiß ja auch nicht, es passt. So, hat sich nicht viel verändert, aber okay. Furchtbar aus. Soll ich sie dir in Ordnung bringen? Du hast das doch gemacht, du Idiot. Das ist dann wohl ein Nein. Ja, das war ein Nein. Muss ein hartes Leben sein da draußen. Mark, wer ist Mark? Marcus William Somerset. Glaub bloß nicht, dass du so schlau bist. Diese Törtchen sind für Calvin und seine Jungs. Niemand hat im Moment was Süßes mehr verdient als sie. Hey, sag du das, Aaron. Das bin ich, der Kleine, das Herz. Ich wusste gar nicht, dass meine Frau so kaltherzig ist. Mark, im Ernst. Nach über 40 Jahren Ehe kannst du dich glücklich schätzen, dass du noch lebst. Wieder ein neues Gesicht im Vault, was? Was brauchen wir denn dieses Mal, mein Junge? Eigentlich gar nichts. Fusionskerne. Wie bitte? Was meinst du damit? Naja, Gwenny. Ups. Ich meine, Aufseher McNamara lässt hier nur Leute rein, wenn wir etwas brauchen. Ich dachte mir, dass jemand etwas bestellt haben muss, wenn hier ein neues Gesicht im Vault auftaucht. Wir könnten hier weiß Gott Hilfe gebrauchen. Für wahr, wir sind hier gekommen wegen der Fusionskerne. Ich habe Aufseher McNamara ein paar Fusionskerne gegeben. Fusionskerne? Ha. Wohl für Hightech-Kram. Mir wäre eine Kiste Mutabeeren lieber gewesen. Die Leute hier sind zurzeit ein wenig überarbeitet. Ein paar von ihnen geben Aufseher McNamara die Schuld. Aber Gwenny kann nichts dafür. Das arme Mädchen ist nur zur falschen Zeit in der falschen Position gelandet. Okay. Ja, aber ich würde auch sagen, sie gibt ihr Bestes. Aber was genau ist denn überhaupt los? Was stimmt denn hier nicht in der Vault? Was ist hier los? Warum sind die Leute so überarbeitet? Nun, wenn man 200 Jahre am selben Ort wohnt, fordert die Zeit einfach ihren Tribut. Bevor Aufseher McNamara den Vault für Händler geöffnet hat, klebten wir einfach ein Pflaster aufs andere. Und jetzt versuchen wir fieberhaft, den alten 81 am Laufen zu halten. Und das recht erfolgreich. Ich bin mir sicher, dass sie ihr Bestes gibt. Tut sie auch. Sie ist ein schlaues Mädchen. Und diesen Schrotthaufen hier am Laufen zu halten, ist nicht einfach. Gut, ich mach mich mal lieber wieder an die Arbeit. Sonst macht mich meine alte Dame zur Schnecke. 62 Jahre alt und noch immer voller Feuer. Oh, da scheint ja die Beziehung noch richtig gut zu laufen hier. Maria Somerset. Du das aus dem Commonwealth? Gwen hat mir von dir erzählt. Immer schön, hier ein neues Gesicht zu sehen. Freut mich ebenfalls, Gwen. Wer ist Gwen? Oh, Gwen ist der Aufseher. Aber an die Bezeichnung konnte ich mich nie gewöhnen. Ich kannte das Mädel schon, als sie noch Windeln trug. Sag mir, wenn du Proviant für deine Reisen brauchst oder einfach nur Hunger hast. Unsere Karte ist nicht so exotisch wie das Commonwealth, aber sie erfüllt ihren Zweck.
Sehr, sehr sympathisch, oder? Führst du den Laden hier allein? Du meine Güte, nein. Das würde ich nie schaffen. Mein Mann Mark hilft mir, aber hauptsächlich beim Vorkosten. Okay, das ist also sehr harte Arbeit, oder? Hier die ganze Wall zu beköstigen. Ist es harte Arbeit, hier alle mit Essen zu versorgen? Früher war es hier einfacher. Als ich noch jung war, hatten wir mehr Vorräte, als wir zählen konnten. Meine Mutter hat mir sogar noch Rezepte beigebracht, deren Zutaten... Naja, ich bezweifle, dass ich die heute noch irgendwo finden werde. Seit wir mit der Außenwelt Handel treiben, kommen wir über die Runden, aber... Es ist nicht sehr abwechslungsreich. Ja, was denkt ihr, wie selten zum Beispiel Zimt oder Salz oder Curry zu der Zeit hier sein müsste? Na gut, hast du schon mal daran gedacht zu gehen? Hast du je darüber nachgedacht, den Vault zu verlassen? Nie im Leben. Kannst du dir das vorstellen? Hier im Vault 81 geboren und aufgewachsen. Früher war es einfacher, musst du wissen. Wir hatten jede Menge Vorräte. Und draußen waren die Gefahren endlos und unbekannt. Die arme Gwen wusste nicht, worauf sie sich einlässt, als sie das Aufseheramt übernommen hat. Okay, macht sie denn keine Fortschritte als Aufseher? Wie schlägt sich Gwen als Aufseher? Das nimmt sie schwer mit. Wir brauchen Hilfe aus dem Commonwealth, aber bestimmten Leuten ist das komplett egal. Ganz zu schweigen vom Zustand des Worts. Die Wartung hält die Leute Tag und Nacht auf Trab. Sogar mich. Wenn die Leute die ganze Nacht arbeiten, brauchen sie ein gutes Essen, damit sie durchhalten. Oh Gott, nachtlang arbeiten? Ich liege abends schon 10 Uhr in der Gegend rum und kann mich nicht mehr bewegen vor Energielosigkeit. Na gut, ja, dann zeig mal, was du hast. Dann lass mal sehen, was du so hast. Mit leerem Magen bin ich zu nichts zu gebrauchen. Maria Hilfsmittel. Okay. Mutterbeere, yum yum, ja. Naja, ist jetzt nicht allzu Besonderes. Aber okay. Echt, aber sehr freundlich, oder? Und wie schön das hier gemacht ist mit der bunten Wand und mit den Symbolen da oben, mit den Bildchen. Das ist so genial hier. Meine Güte. Wenn du einen neuen Look brauchst, solltest du mal in meinem Salon vorbeischauen. Ja, ich weiß. Ich kenne den Salon ja schon. Okay. Das war's da unten. Da geht's hier zum Aufseherbüro, zum Overseer Office. Deine Freundin da sieht aus, als wäre sie auf Streit aus. Die ist gar nicht da. Das Overseer Office. Einige unserer Bewohner sind weniger begeistert über Besucher von draußen, aber beachte bitte, dass sie nicht für uns alle sprechen. Okay. Ich liebe diese Vault-Pläne. Aufseher-Terminal. Wird nicht rot markiert. Interessant. Schöner Schlafraum. Ich rechne ein bisschen mit einem... Stimpak. Watch Step. Mit einem Stimpak. Mentats. Ah ja. Nicht mit einem Stimpak, mit einem Vault Boy. Aber okay. Ich würde sagen, hier im Overseer Office machen wir beim nächsten Mal weiter und werden dann versuchen. Calvin? Wer ist das denn? Wir werden beim nächsten Mal versuchen, hier den Terminal zu hacken und dann herausfinden, was genau sich darauf verbirgt. Und außerdem wollen wir auch noch hier mit dem Händler sprechen und so weiter und so fort. Wir sind noch nicht fertig mit Vault 81. Und deshalb machen wir hier dann beim nächsten Mal weiter. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann hier mit Fallout 4, mit Vault 81. Und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert davon. Ich freue mich schon und sage bis zum nächsten Mal. Let's go, pal.